Ja, liebe Frau Professorin Plasberg-Funke, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Osnabrückerinnen und Osnabrücker, ich freue mich, als Münsteraner in dieser wunderschönen Friedensstadt sein zu dürfen. Und das sage ich nicht als Einschmeichelei, ich komme auch öfter mal privat hin, weil ich die Stadt toll finde und auch die Gegend schön finde, auch zum Wandern, wie die Menschen auch nett sind. Von daher passt das ja ganz gut. Mit dem Frieden nochmal in besonderer Weise auszeichnen und die Dialektik des Friedens haben wir ja gerade nochmal gespürt. Also wer um den Frieden ringt, muss auch gelegentlich mal streiten und das gehört ja auch durchaus mit dazu. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Vorbereitung dieses Friedensgesprächs habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, was ist es eigentlich, was unsere Städte ausmacht, was gehört eigentlich zur Grund-DNA einer Stadt? Und wenn man sich einmal auch historisch mit der Entwicklung von Städten befasst, dann muss man konstatieren, dass Städte eigentlich immer nur dann erfolgreich waren, wenn sie sich so weit öffnen konnten, dass eben neues Wissen, neue Lebensformen, neue Kulturen auch immer wieder das Leben in der Stadt durchmischt haben. Wenn das nicht gelingen konnte, wenn man Mauern um die Stadt herum gebaut hat und das nicht mehr zugelassen hat, dann sind Städte irgendwie versumpft, untergegangen und haben an Bedeutung verloren. Also die Durchmischung, das Neuankommende, ist überhaupt nichts Ungewöhnliches, sondern gehört ja im Kern zur Grundfunktion der Stadt als europäisches Kulturgut. Und deshalb ist natürlich zunächst erstmal, es ist nichts Ungewöhnliches, dass es immer wieder Menschen gibt, die unterschiedliche Herkünfte haben, unterschiedliche Lebensformen, unterschiedliche Religionen oder gar keine Religion und sich in einer Stadt auffinden, aus welchen Gründen sie auch immer in eine Stadt kommen, weil sie dort ihr Glück suchen, weil sie in ihren Herkunftsländern keine angemessenen Lebensbedingungen mehr finden. Das ist zunächst mal was ganz Normales. Die Herausforderung ist natürlich, wie gelingt es, dass diese Vielfalt, die da ist, auch in geordnete Bahnen verläuft und wie gelingt es vor allen Dingen, dass diejenigen, die in einer Stadt Heimat erfahren, also die, die schon länger dort leben, denen, die neu kommen, ein Stück zu Hause geben können. Ich glaube, jemandem, der seine Heimat verliert, neue Heimat zu geben, wird schwierig. Weil der Begriff Heimat ist ja sehr komplex, aber zumindest ist ein Zuhause zu geben, einen Ort der Geborgenheit zu geben, einen Ort zu geben, wo man auch mit sich selber wieder in den Frieden kommt und wo man die Wunden, den Schmerz, den man durch den Verlust seiner Heimat erlitten hat, zumindest durch eine Nähe und eine Begegnung derer, die in der Stadt leben, auch wieder erfahren kann. Ich glaube, wenn das gelingt und wenn man den Rahmen dafür schafft, dass sowas gelingt, ist eine wichtige Voraussetzung dafür geschaffen. Aber wie kann sowas gelingen? Ich will das einmal aus der Perspektive eines Oberbürgermeisters von Münster beschreiben. Zugegebenermaßen haben wir deutlich gute Rahmenbedingungen, das muss ich vorab schicken, und deshalb muss ich auch immer aufpassen, dass ich mich nicht an der Stufe zur Arroganz bewege oder zur Selbstherrlichkeit. Aber ich will es natürlich auch nochmal in meiner aktuellen Funktion als Vizepräsident des Städtetags artikulieren und gehe im Grunde genommen ja auf das ein, was Herr Brickwede schon mal gesagt hat. Es ist eben nicht so, dass es allen Städten so geht und was sind eigentlich die Rezepte dafür? Aber es gibt ein paar Grundrezepte, die betreffen alle Städte, ob Gelsenkirchen, ob Münster, ob Frankfurt, ob Dresden, wie auch immer. Und ich glaube, das wird häufig übersehen. Wenn wir über die Frage sprechen, wie gehen wir mit geflüchteten Menschen um, ist die Frage verkürzt. Die Frage muss lauten, wem gehört eigentlich die Stadt? Und wenn ich am Ende dieser Frage nicht die Antwort geben kann, sie gehört allen, dann habe ich ein Problem. Dann habe ich nämlich auch ein Problem, weil es Teilen der Stadtbevölkerung schwerfallen wird, neu ankommenden Menschen einen Raum zu geben. Weil sie sagen, was ist eigentlich mit mir? Was ist eigentlich mit dem Raum der Stadt? Was ist eigentlich mit dem öffentlichen Raum? Wie wird er bespielt? Wird er nur noch bespielt über Geld, über Immobilien? Über nicht bezahlbare Immobilien oder plane ich die Stadt auch so, dass der öffentliche Raum allgemein verfügbar ist und dass jeder die Chance hat und auch das Recht hat, von den vielfältigen Möglichkeiten des öffentlichen Raums Gebrauch zu machen. Und ich glaube, diesen Aspekt, der ist leider auch in den letzten Jahrzehnten viel zu sehr übersehen worden. Die Grundkonfiguration einer Stadt eben nicht mehr in einer Balance auszutarieren zwischen der gemeinwohlorientierten Nutzung und einer handelsorientierten Nutzung. Das bricht an der einen oder anderen Stelle auseinander. Und es ist heute schon so, dass einige Teile auch von Stadtbevölkerung sich irgendwie ungerecht behandelt fühlen. Und wer sich ungerecht behandelt fühlt, fühlt sich irgendwie als Opfer. Und wer sich als Opfer fühlt, neigt natürlich auch dazu, entweder gar nicht mehr politisch unterwegs zu sein, oder aber, wenn er sieht, dass es politische Kräfte gibt, die den herkömmlichen Parteien nochmal Druck machen können, dann erst recht sagen, so, ich zeig's dir mal, jetzt werde ich mal was Schädliches.
Und ich glaube, das muss man sich vor Augen führen, dass einer der ganz wichtigen Herausforderungen auch darin besteht, wie gestalte ich eine Stadt? Und es ist meines Erachtens viel zu lange unterschätzt worden, wie wichtig die Social Power des Städtebaus ist. Dass man beim Städtebau schon darauf achten muss, dass Städte Orte der Begegnung brauchen, dass Städte Identifikationsorte brauchen, dass Städte nicht alles abreißen müssen, sondern dass sie erlauben, dass bestimmte Teile auch Geschichten erzählen. Städte und Quartiere müssen die Chance haben, dass man stolz drauf ist. Damit diejenigen, die dort sind, auch Identität entwickeln können und etwas aus diesem Stolz heraus weitergeben können. Und wenn es der Stolz nur ist, dass man anderen Menschen ein Stück zu Hause gibt. Wenn ich aber eine Stadt so konfiguriere, dass ich eine Shopping Mall nach der anderen baue und den öffentlichen Raum zupflasse oder einen Parkplatz nach dem anderen baue oder nur noch Autos oder die Innenstadt sozusagen als Autobahn mit Wohnanschluss mache, dann werden diese Begegnungsräume fehlen. Also eine Stadt... sein, dass eine Stadt Orte braucht der Begegnung. Je vielfältiger, je umfassender eine Stadt wird, brauche ich diese Orte. Das können Parks sein, das können Kitas sein, das können auch Cafés sein. Aber es muss eben immer, und damit komme ich wieder zu der Stadt als europäisches Kulturgut, eine hohe Diversität da sein, eine hohe Urbanität, eine hohe Aufenthaltsqualität und letztlich muss es auch eine Stadt sein, in der man aushält, dass es auch eine soziale Hitze gibt und zwar auch auf engem Raum. Was wir heute erleben, bei vielen Städten ist Segregation. Die Schönen und Reichen wohnen in ihren eigenen Bezirken und die weniger gut betuchten wohnen in anderen Bezirken. Das nimmt leider zu. Und das führt am Ende dazu, dass dadurch auch Ungleichheiten auftreten, die hier zu erheblichen Disbalancen führen in diesen Punkten. Und deshalb ist der erste Appell, achtet beim Städtebau darauf, dass die Stadt wirklich auch allen gehört. Ich will das an zwei Beispielen unserer Stadt mal deutlich machen. Die einen oder anderen kennen wahrscheinlich uns da. Es gibt bei uns einen alten Industriehafen, der ist umgebaut worden zu einer Kulturmeile, Kulturteil. Und es befindet sich eine fast 1 Kilometer lange Kaimauer an diesem Hafen. Das ist aber keine Mauer, das ist eine Bank. Eine ganz lange Bank. Das heißt, derjenige, der keine Lust hat, in die Bars, Cafés, Theater und wie auch immer zu gehen oder kein Geld hat, setzt sich da mit seinem Rotwein, Weißwein oder Wasser und genießt einfach wie alle anderen auch die wunderbare Atmosphäre. Das ist eine Kleinigkeit, aber eine wichtige Aussage. Anderer Punkt, es gibt mitten in der Stadt einen großen Platz, der war ziemlich hässlich und der sollte bebaut werden. Schon kamen die ersten Großinvestoren, wollten ihre Malls dahin bauen und wie auch immer. Und wir haben gesagt, nein, was wichtig ist, ist jetzt in einer wachsenden Stadt einen Platz zu schaffen. Für die Menschen, für Demonstrationen, für Theater, für Rekreation, was auch immer. Wir haben als Stadt, als Eigentümer sehr wenig oder deutlich weniger Geld einnehmen können dafür, für den Verkauf dieses Platzes. Wir haben darüber uns zwar Bebauung vorgenommen, aber der Platz stand im Mittelpunkt. Und es sind am Ende und am Anfang immer die Bürgerinnen und Bürger, die mit den Füßen darüber abgestimmt haben, um das anzunehmen. Und damit eben auch deutlich gemacht haben, wir hätten zwar hier an der Stelle das ein oder andere deutlich mehr an Geld verdienen können, aber ein wichtiger und damit zweiter Grundsatz ist, unterscheidet Wert von Geld. Unterscheidet Geld von Wert. Geld von Wert. Und wenn man sich darüber im Klaren ist, wie wichtig diese Rahmenbedingungen sind, wie die Grundkonfiguration einer Stadt ist, dass die Stadt eben eine Stadt für alle ist, dann erst und wirklich nur dann erst werde ich Rahmenbedingungen dafür finden, dass ich auch eine Grundstimmung bekomme, wo man das Herankommen von geflüchteten Menschen nicht als Bedrohung wahrnimmt, sondern auch als Chance. Dass man Vielfalt nicht als Bedrohung wahrnimmt, sondern auch als Riesenchance, dass man Vielfalt sogar als Reichtum wahrnehmen kann. Das wiederum setzt allerdings auch voraus, dass man auch da wieder ein paar gewisse Grundkomponenten mit berücksichtigt. Wir haben in Münster vor 19 Jahren angefangen, uns mit dem Thema der Aufnahme von geflüchteten Menschen sehr intensiv zu befassen. Das haben wir in sehr umfassenden auch partizipatorischen Prozessen gemacht, mit der Bürgerschaft zusammen, mit verschiedenen Stakeholdern zusammen und haben daraus ein Flüchtlingskonzept entwickelt, was im Kern zum Inhalt hatte, eine dezentrale betreute Flüchtlingsunterkunft vorzunehmen. Also mitten in die Wohngebiete die geflüchteten Menschen auch wohnen zu lassen. Das hat am Anfang große Unruhe ausgelöst und gerade in den Quartieren und Wohnvierteln, aber hat sich schon sehr schnell als passabel gezeigt und hat im Grunde genommen im weiteren Verfahren, auch als 2015 so viele geflüchtete Menschen kamen, dazu gesorgt, dass eine wichtige Sache vorhanden war, nämlich Vertrauen. Gerade in dem Bereich ist ja häufig der Vertrauensverlust das Schlimmste. Die Leute haben Vertrauen gehabt in diese Geschichte. Und diese Idee der dezentralen Betreuung und der Unterbringung auch von geflüchteten Menschen hat sich absolut als tragfähig erwiesen, zumal aus der Konsistenz der Bevölkerung heraus dann ganz schnell ganz viele Ehrenamtliche gesagt haben, wir wollen mit anpacken. Das geht sogar so weit, ich hatte vor ein paar Tagen ja die Situation, dass ja noch auf dem Schiff, was da vor Italien nicht zugelassen wurde, auch einige minderjährige Geflüchtete waren. Ich habe gesagt, wir können die aufnehmen in Münster. Wir haben noch den Raum dafür.
Und es war sofort, dass ich Briefe gekriegt habe und E-Mails gekriegt habe von Bürgerinnen und Bürgern, die haben gesagt, wir nehmen die auf. Und zu Hause nehmen die auf. Und das finde ich großartig. Wenn Menschen das so als persönlichen... Menschen, dass zu einer persönlichen Aufgabe annehmen und damit auch ein bürgerschaftlicher Auftrag wahrgenommen wird, der eben sagt, die Bürgerschaft nimmt an der Stelle auch Verantwortung wahr. Und ich glaube, dass dieses Konzept basiert auf einer Grundeinstellung, die übrigens mit großer politischer Mehrheit in unserer Stadt getragen wird, gleiche Chancen für alle, von Anfang an. Und dafür auch wirklich viel Kraft reinzustecken, Prävention von Anfang an in eine Stadtentwicklung reinzustecken, Prävention, nicht nur über das Thema Bildung als primäre Aufgabe nachzudenken, natürlich auch, aber das Wichtigste ist Geborgenheit. Wie kann ich Kindern von Anfang an einen Rahmen schaffen dafür, dass sie überhaupt aufnahmefähig sind für Bildung? Und diese präventive Wahrnehmung, gleiche Chancen für alle, hat eben mit dazu geführt, dass so eine Grundstimmung da ist, um das an der Stelle gut mit aufnehmen zu können. Und deshalb glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass die Herausforderungen, die hinzukamen, also viele geflüchtete Menschen kommen, es kommen, werden auch in Zukunft, bin ich mir ziemlich sicher, auch weiter geflüchtete Menschen kommen. Aber wie kann man das in ein vernünftiges System einbinden? Wir haben das mit einem integrierten Flüchtlingskonzept vorgenommen. Wir haben einen Migrationsplan, der regelmäßig auch ein Leitbild Migration und Integration hochgradig interdisziplinär alle Fachbereiche auch berührt und an der Stelle mit dazu beiträgt, übrigens auch mit einem Zukunftsprozess, Münster Zukunft 20, 30, 50, wo das auch entsprechend mitbegleitet wird. Ich glaube, dass man allerdings auch darauf achten muss, dass man diesen Prozess immer wieder neu auch dialogisch mit einbindet. Ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass es mittlerweile eine ganze Reihe von Einrichtungen gibt, die von geflüchteten Menschen selber teilweise auch mit Unterstützung erfolgt sind, wo die Leute nicht nur sich über geflüchtete Menschen unterhalten, sondern mit ihnen in Kontakt kommen. Das halte ich ja für viel wichtiger, dass wir nicht nur über die sprechen, sondern mit denen in Kontakt kommen. Beispiel, es gibt einige Restaurantbetreiber, die haben gesagt, ich möchte gerne mit euch zusammen, den Geflüchteten, tagsüber mit einem entsprechenden Integrationsprogramm euch die Chance geben, ein solches Restaurant zu betreiben, kochen lernen und wie auch immer. Und abends kann man die arabische Küche kosten. Lecker. Ich finde, das gehört auch mit dazu, dass man das auch schmecken kann, denn reicht. Das ist auch was Gefühltes. Dass wir nicht immer nur über so schräge Klamotten denken, sondern das ganz normale Leben. Dass man das Miteinanderleben als normal erfährt und nicht gleich in irgendwelche hochkomplexen und nicht mehr normalen menschlichen Reaktionen kommen. Da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, wo sowas gelingt. In der einfachen Begegnung, in den einfachen Möglichkeiten. Und es gibt ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Münster, die sagen, Gott sei Dank haben wir die. Wir haben deutlich mehr am Arbeitsmarkt unterbringen können, als wir das vielleicht vor ein paar Jahren noch für möglich gehalten. Natürlich gibt es auch Probleme. Die gibt es bei allen, die gibt es auch bei Deutschen. Ja, aber die Situation darauf zu beschränken, auf die Probleme, die halte ich extrem gefährlich. Weil ich glaube, wir müssen da chancenorientiert rangehen. Und wir sind meines Erachtens auch durchaus in der Lage, auch aufgrund unseres Wohlstandes, zumindest in einigen Städten, das zu tun. Es gibt Städte, die sich damit schwer tun, das kann ich auch gut verstehen, die schon erhebliche soziale Anforderungen haben. Aber ich glaube, dass wir das im Großen und Ganzen ganz gut hinbekommen können. Aber, und dazu gehört auch, zu dem Diskurs, auch im Umgang unter anderem mit geflüchteten Menschen, aber auch mit vielen anderen Themen, gehört aber auch ein Teil der Wahrheit. Wir müssen eine Haltung entwickeln, und das betrifft alle gesellschaftlichen Gruppen, übrigens auch alle politischen Gruppen, eine Haltung entwickeln, wo wir wieder lernen, zuzuhören. Ich glaube, gerade in dieser Zeit hilft moralischer Rigorismus in keinster Weise weiter. Das erlebe ich teilweise auch. Da stehen Leute auf dem hohen Moralienhügel und erzählen den Leuten, wie sie sich zu verhalten haben, welches Verkehrsmittel sie zu verwenden haben, was auch immer. Aber ich muss erst mal zuhören. Was ist eigentlich die Lage, in der sie sich gerade befinden? Wenn wir in eine Situation kommen, wo man sich nicht mehr zuhört, dann wird das schwierig mit dem Miteinander und dem Zusammenhalt, der so wichtig ist für Zukunftsbildung. Ich glaube, auch das ist ein Teil der Wahrheit, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Last but not least, und damit komme ich zu den deutschen Städten, es macht mir tatsächlich Sorge, wenn ich sehe, dass es einige Städte gibt, die eben nicht zu den sogenannten Schwarmstädten gehören, also die Städte, die ganz viele Menschen anziehen, dazu gehören ja vor allen Dingen auch die Hochschulstädte, sondern diejenigen, die Industrieproduktionen hatten, die sich in einem Strukturwandel befinden, oder einige Städte in Ostdeutschland, die eben erhebliche Schrumpfungen haben, wo dann teilweise Wohngebiete frei werden und dann bestimmte Bevölkerungsgruppen sich sozusagen in den Wohngebieten verdichten und damit die Integration an der einen oder anderen Stelle auch erschwert wird. Ich glaube, eine der ganz herausragenden Aufgaben besteht letztlich in der Umsetzung des verfassungsmäßigen Auftrags, die Wiederherstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse.
Dafür gibt es eine Kommission, ich bin selber Mitglied in dieser Kommission. Ich hoffe, dass das mehr ist als eine Laberkommission, dass die Gleichwertigkeit hergestellt wird zwischen Stadt und Land, aber auch zwischen also dem Umland und der Stadt, aber vor allen Dingen auch bei den Städten selber. Und man muss bei einigen Städten tatsächlich sagen, man muss diesen Städten helfen, um aus dem Teufelskreis rauszukommen. Und das geht nur, indem man denen hilft, aus ihren Schulden wegzukommen. Die Städte, die gigantische Kassenkredite haben, werden das alleine nicht mehr schaffen. Dann passiert das, was er mit mir gesagt hat. Die Gewerbesteuer wird erhöht, die Grundsteuer wird erhöht. Es kommen noch weniger Unternehmer dahin, es gibt noch weniger Arbeitsplätze. Das ist wirklich ein ganz furchtbarer Teufelskreis. Es ist kein Geld mehr da für Kultur, nicht mehr für Sport. Also all die Dinge, die wichtig sind für den Zusammenhalt. Da muss ein Cut her. Es muss meines Erachtens der Bund mehr beteiligen an der Kosten der Unterkunft, damit eben diese sozialen Komponenten besser getragen werden und Transferleistungen reduziert werden können. Und es ist auch sicherlich, und das sage ich nicht, das sage ich auch ganz offen und ehrlich, auch eine gewisse Solidarität unter den Städten erforderlich. Das werden wir alleine, werden die Städte, die in dieser Struktursituation befinden, alleine nicht schaffen, zumal es sie auch nicht verdient haben. Denn manchmal hat man den Eindruck, dass einige Städte mit dem Finger der Arroganz auf die Städte zeigen, ihr kriegt ja nicht gebacken. Und die Leute wirklich erhebliche Probleme haben, da rauszukommen. Es gibt tröstende Beispiele, dass sowas gelingen kann. Wenn ich mir beispielsweise mal die Transformation angucke der Stadt Dortmund, die ja eben auch von einer Montanindustriestadt den Strukturwandel durchlebt hat und jetzt im Prinzip durch einige ganz wichtige Weichenstellungen sich in eine Smart City weiter bewegt, an eine digitale Stadt und mittlerweile auch die ersten Erfolge sichtbar sind, aber auch additiv durch vernünftige Angebote von Sport, Kultur, aber auch von Grünfläche und ähnlichen Dingen in der Welt zusammenkommen. Ich glaube, all das zusammengenommen zeigt, den Blick nur auf geflüchtete Menschen zu richten, ist zu wenig. Ich würde es noch viel weiter fassen, wenn die Menschen in der Stadt ein Stück Heimat und Identität finden, und zwar alle, dann sind sie auch eher in der Lage, denen, die keine Heimat mehr haben, auch ein Stück zu Hause zu gehen. Insoweit freue ich mich auf diese Diskussion. Herzlichen Dank.